Um über das Violinkonzert von Beethoven zu sprechen, bedarf es nicht des Wissens, wie eine Violine zu spielen ist, wie eine Partitur zu lesen ist und warum zwischen den Tonarten D dur des ersten Satzes und G dur des zweiten ein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Weitaus schülernäher und sinnvoller wäre von der Frage auszugehen, wie sich der Solist zum Beispiel im ersten Satz nach der orchestralen Exposition vorstellt und warum er das so tut, wie er es tut, welche Mittel er einsetzt, um seinen Führungsanspruch gegenüber den anderen, das heißt dem Orchester, zu behaupten und was ihm das Recht gibt, überhaupt alleine zu spielen und den Ton anzugeben.